Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das neue Perkaholic Side Easter Egg machen könnt. Und zwar müsst ihr hierfür erstmal Strom aktivieren und wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht in die Videothek Leute und ihr braucht eine Granate oder irgendwas Explosives. Dann geht hier in diese Ecke, wo ich jetzt hingehe und dort müsst ihr jetzt eine Granate werfen, C4 oder Semtex, was auch immer, und hinlegen. Wenn ihr das dann macht und hingelegt habt, dann könnt ihr hier eine VHS-Kassette aufheben. Diese Kassette müsst ihr nun aufheben und jetzt müsst ihr hier in die TV-Station. Und jetzt, Leute, wird es ein bisschen knifflig, aber wenn ihr das einmal verstanden habt, dann ist das ganz easy. Ihr habt hier hinter der Theke einen Videorekorder. Dort müsst ihr jetzt die VHS-Kassette reinlegen und wenn ihr nochmal drauf drückt, spielt die ab. Wenn ihr das nun gemacht habt, Leute, seht ihr hier vier Fernseher. Jeder Fernseher hat eine bestimmte Farbe. Diese Farben könnt ihr erst ignorieren. Ich würde euch empfehlen, die Fernseher so zu merken, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Also ganz links 1, darunter Fernseher Nummer 2 und der rote 3 und der orangene 4. Jetzt gleich wird jeder Fernseher einmal aufleuchten in einer bestimmten Reihenfolge. Und ich würde euch empfehlen, schreibt euch das auf. Also wenn der rote aufleuchtet, dann schreibt euch auf 3 und danach, wenn der blaue aufleuchtet, könnt ihr 1 hinschreiben. Und die Kombination müsst ihr nun nachschießen, so wie ich es jetzt tue. Also dann lasst uns das mal zusammen machen. Bei mir ist der erste Fernseher Fernseher Nummer 1, dann 2, dann leuchtet 3 und dann 4. Und jetzt müssen wir nach der Reihenfolge abschießen. 1, 2, 3 und 4. So, jetzt wiederholt sich die Kombination, die erste, also wieder 1, 2, 3 und 4. Und danach kommt im Anschluss direkt die neue. Also jetzt wieder hier 2, 1, 3 und 4 wäre dann der zweite Code. Jetzt müsst ihr wieder den allerersten Code eingeben, also 1, 2, 3 und 4. Und danach direkt hinterher den zweiten Code, das ist dann 2, 1, 3, 4. Und wenn ihr das wieder eingegeben habt, dann leuchten jetzt erstmal beide Codes. Also der erste Code, den ihr gehabt hattet, 1, 2, 3, 4. Danach im Anschluss 2, 1, 3, 4. Und danach kommt der letzte und dritte Code. Und bei mir ist es 3, 1, 4, und 2, wie ihr seht. Und jetzt müsst ihr nochmal alle drei Codes eingeben. Also bei mir hat sie angefangen mit 1, 2, 3, 4. Dann den zweiten Fernseher, erste Fernseher, dritte Fernseher und vierte Fernseher. Und zum Schluss der dritte, erste, vierte und zweite. Wenn ihr das falsch macht, Leute, dann kommt so ein Geräusch. Ihr hört das auch, ist nicht zu überhören. Und dann müsst ihr einfach wieder von vorne anfangen. Nur die Reihenfolge ändert sich dann. So, wenn ihr dann alles richtig eingegeben habt, alle drei Codes, dann leuchtet hier dieses Fernseher. Dort geht ihr dann hin und damit könnt ihr nun interagieren. Wenn ihr das gemacht habt, wird euer Bildschirm grau und ist in Spawn so ein Geist. Nun braucht ihr das Grabstein-Perk und ihr müsst hier zum Partikelbeschleuniger und euch töten. Wenn ihr das gemacht habt, geht in den Schattenmodus und nun ist über dem Partikelbeschleuniger einen Geist, den ihr abschießen müsst. So, ich zeige euch das mal, Leute. Also hier ist der Geist, ich schieße den ab. Der teilt sich dann in mehrere Geister und einer von denen hat ganz kurze rote Augen. Den müsst ihr immer wieder abschießen, Leute. Der teilt sich immer wieder und ihr müsst den mit den roten Augen abschießen. Diese roten Augen sieht man aber nur ganz kurz. So, das müsst ihr jetzt so lange machen, bis ihr den die ganze Zeit abgeschossen habt. Also bis ihr alle Geister mit den roten Augen abgeschossen habt. Und wenn ihr dann fertig damit seid, dann werden diese Geister, also beziehungsweise dieser Mann hier, verschwinden. Und dann müsst ihr euch nur noch wiederbeleben, Leute. Wenn ihr das dann macht, dann bekommt ihr alle Perks und ihr habt das Perkaholic Side Easter Egg erfolgreich abgeschlossen. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.